So richtig leicht fällt ihm das nicht, diesen Schritt zu gehen. Das merkt man. Und er hätte auch den Zeitpunkt gerne selbst bestimmt. Doch in den vergangenen Tagen war der Druck immer größer geworden. Jetzt also Klarheit, er tritt nicht mehr an. Die einen werden traurig sein, andere werden sich freuen. Das ist bei Führungen so. Ich habe da nichts ausgelassen. Und umgekehrt war das auch so. Für mich ist am wichtigsten, dass für die SPD am Ende etwas herauskommt, das gut ist. Wir sind ja jetzt Ralf Stegner hat seine lange Karriere als Pressesprecher angefangen im Sozialministerium. Von 2007 an führte er die Landes-SPD in der ungeliebten Koalition mit der CDU. Immer wieder gab es in dieser Zeit hässliche Szenen und auch persönliche Angriffe. Deswegen muss ich sagen, habe ich immer mich bemüht, mein Harmoniebedürfnis auf meine Familie und meinen Freundeskreis zu konzentrieren. Dann kommt man klar, auch mit dem Gegenwind. Im Jahr 2009 trat er selbst als Spitzenkandidat der SPD an, scheiterte allerdings. Parteiintern war sein konfrontativer Stil immer wieder umstritten. Würde ich machen, wenn ich König von Deutschland wäre. Nach dem Überraschungssieg der CDU bei den Landtagswahlen im vergangenen Jahr flammten die Debatten um Ralf Stegner wieder auf. Serpil Mediatli will ihn jetzt beerben. Sie ist eine tolle jüngere Kollegin. Sie kann das, sie verdient das Vertrauen. Und sie vertritt die Inhalte dieser Nord-SPD mit, sagen wir, noch mehr Temperament sozusagen, als ich das auf die Waage bringe. Und ich bringe schon eine Menge Temperament mit. Ganz will er sich allerdings noch nicht trennen. Er will Fraktionsvorsitzender bleiben und sich auch bundespolitisch als SPD-Parteivize weiter einmischen. Ein paar Fragen dazu haben wir noch. Guten Abend, Herr Stegner. Schönen guten Abend. Wann haben Sie denn gemerkt, dass Ihre Autorität in der Nord-SPD bröckelt? Ich glaube nicht, dass man das sagen kann. Wenn Sie führen, dann haben Sie immer Menschen, die das gut finden, was Sie machen, und andere, die das nicht gut finden. Hauptsächlich die politischen Gegner finden das nicht gut. Aber 12 Jahre sind eine lange Zeit. Aber Ihre Chancen auf eine Wiederwahl waren ja deutlich gesunken. Ich habe noch nie kandidiert als Favorit für irgendwas. Kämpfen muss man schon in der Politik, so ist das. Nee, also ich habe das 12 Jahre gemacht, mit Erfolg und Misserfolgen, mit Licht und Schatten. Manches war gut, manches war weniger gut. Die Partei hat sehr klares Profil als linke Volkspartei hier. Und insofern gehe ich dann auch mit Zufriedenheit, aber ich gehe auch erst Ende März. Aber würden Sie tatsächlich sagen, der Druck, der von außen kam in den letzten Monaten, der hat Ihre Entscheidung nicht beeinflusst? Ach nee, wissen Sie, das ist so oft der Fall gewesen, dass Leute Druck ausüben. Richtig treffen können Sie nur Leute, die Ihnen was bedeuten. Und nicht die politische Konkurrenz und auch nicht der Wind. Wer Harmonie will, muss in den Gesangverein gehen. Die Politik geht härter zu, das ist so. Und insofern finde ich, man ist ja nicht für sich selber da, sondern macht Arbeit für eine Partei, für eine politische Idee. Ja, aber Sie haben ja die Konkurrenz jetzt in der eigenen Partei. Serpil Mediatli aus Kiel will Ihre Nachfolgerin werden. Und die hat gesagt, wir haben ganz dringenden Reformbedarf. Sie wäre auch direkt gegen Sie auf dem Landesparteitag angetreten. Das hat sie gesagt. Das war ja eine Kampfansage. Das hat sie nicht gesagt. Sondern Serpil Mediatli ist eine langjährige Kollegin als Fraktionsvorsitzende im Landtag, im Parteivorstand. Sie wird mit Löwenherz und mit großer Kraft das vertreten, was wir gemeinsam politisch gemacht haben, mit einer Partei, die in Schleswig-Holstein linksdick, schädlich und frei ist und die das auch bleiben wird. Aber sie nicht wollte sie doch gegen Sie antreten. Nein, das wollte sie gar nicht, sondern so. Man muss nicht immer den Dingen auf den Leim gehen, die andere Leute behaupten. Okay. Sondern sie macht etwas, wir haben darüber auch gesprochen. Sie wird kandidieren. Ich hoffe, dass sie gewinnt. Meine Unterstützung hat sie und ich hoffe, sie kriegt das Vertrauen auch der Partei. Das wäre gut für uns. Sie wird das als Landesvorsitzende, als Neue mit einem neuen Stil machen. Ich bin Fraktionsvorsitzender und stellvertretender Bundesvorsitzender. Das passt zusammen. Ja, das wollen Sie bleiben. Und wenn Sie heute gesagt haben, jetzt sollen mal andere zeigen, was Sie können, warum gilt denn das nicht für den Fraktionsvorsitz im Landtag? Ja, ich habe das 12 Jahre als Landesvorsitzender gemacht. Und im Landtag geht es im Augenblick darum, die Opposition aufzustellen gegen die Regierung. Wir haben ein Jahr hinter uns in der Opposition. Wir müssen in vier Jahren bei der nächsten Wahl gut dastehen. Dafür muss gearbeitet werden. Das tue ich zusammen mit meinem Team. Und ich werde mich wieder bewerben für den Fraktionsvorsitz im nächsten Jahr, wenn neu gewählt wird. Und wollen Sie auch wieder antreten, wenn es bei der Bundespartei ums Spitzenamt geht als Stellvertreter? Das dauert ja noch eine Weile. Ich will mich jetzt vor allen Dingen daran beteiligen, dass wir aus diesen 17% rauskommen, dass wir neben der Bundesregierung und der Großen Koalition unser Profil als linke Volkspartei waren. Ich bin linker Außenstürmer. Das wird auch gebraucht. Und da muss man was tun, auch mit ein bisschen mehr Zeit. Und aufgeben ist nicht. Aber also können Sie noch mal Bundesvize werden? Weil da werden ja dann auch meistens Leute aus der Partei reingewählt, die auch Spitzenämter belegen. Ja, ich habe doch ein Spitzenamt als Oppositionsführer im Landtag. Im Übrigen ist die Schleswig-Holstein-Delegation sehr klein. Also meine Mehrheiten habe ich immer dadurch bekommen, dass ich von Zittau
Moskau bis Aachen, von Flensburg bis Garmisch-Partenkirchen unterwegs war in der Partei. Als das jemand, hat ja lange gedauert, bis Sie Bundesvize wurden. Das ist wahr. Ich bin lange in der Politik tätig. Aber alle wissen, was sie an mir haben. Die kriegen 100% Stegner für SPD pur. Und das ist das, woran ich arbeite. Und da werden sie, auch diejenigen, die mich nicht so leiden können, feststellen, aufgegeben wird nicht. Und in diesem Sinne ist es dann ja auch nicht angebracht, heute zu sagen, Sie werden uns fehlen, denn Sie bleiben uns ja noch eine Weile erhalten. Damit müssen Sie leben. Aber im März ist der Parteitag wohl gewählt. Aber vielen Dank für das Gespräch, Herr Stegner. Sehr gerne.